Willkommen zurück, Freunde. Wir machen dieses Mal weiter mit der zweiten Prüfung von Professor Rockwood. Und ich bin hier direkt in einen Kampf geraten. Na, komm schon. Ich will jetzt den unverzeihlichen Fluch nicht direkt raushauen. Ah, wunderbar. 100 von den schwarzen Magiern besiegt. Sehr schön. Gut, aber darum ging es eigentlich nicht, sondern da hinten müssen wir hin. Ach, genau, Professor Fig. Ja, wir müssen hier nochmal... Na gut. Wenn du unbedingt möchtest, dann hauen wir dich nochmal eben schnell um. Das ist ein kleiner Kobold. Aber von denen haben wir schon alles umgehauen. Wir warten. Hier drüben. Ah, da ist er. Was geht hier vor sich? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Na gut. Aber die Zielmarkierung zeigt doch direkt dorthin. Und hier sind anscheinend ja nur noch zwei Gegner. Das heißt, wenn wir die umhauen, dann war's das doch, oder nicht? Na, komm schon. Versteck dich nicht. Und er ist down. Wunderbar. So, haben wir hier noch irgendwo etwas? Nee. Scheint nicht so zu sein. Alles klar. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Das Schöne ist, da hinten ist eine Kiste. Beim letzten Mal habe ich ja bei der Kistengeschichte richtig gefailt und habe es nicht hinbekommen. Das Ding... Oh, im falschen Moment ausgewichen. Und habe es nicht hinbekommen, die Kiste dahingehend zu nutzen, um hochzukommen. Das werden wir jetzt korrigieren. Dafür brauche ich aber etwas anderes. So, dieses Mal machen wir das deutlich schneller und einfacher als beim letzten Mal. Wenn ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt, denn in dieser verdammten Schule wäre er außer meiner Reichweite. Hast du hier nicht genug Einfluss erlangt? Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Dann mal auf in das Schloss. Gut, damit
Oh, ne, ein bisschen hängen geblieben da. Werden wir uns mal ein bisschen vorbereiten auf die nächste Prüfung, oder? Noch was übermitteln? So, erstmal hier schön Crucio. Ja, der eine ist ein bisschen stärker, aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Ja, da hinten packen wir auch nochmal einen Fluch drauf. Oh, ich werde hier von allen Seiten attackiert. Oh, einmal schön wieder Crucio draufpacken. Hm, da wollte uns einer angreifen, ist aber ins Leere gelaufen. Oh, 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 nee, das war falsch. Eigentlich wollte ich da die alte Magie draufpacken. Keine Ahnung, was da passiert ist. So. Ah, nee, doch. Die richtige erwischt. Sehr schön. Komm schon. So, da ist noch ein garstiger Kobold. So, der ist jetzt down, aber... Ja, den findet er nicht so lustig. Aber ich schon. Down ist er. Sehr schön. Wir bekommen hier auch verschiedene Dinge angezeigt. Dass es hier auch nochmal, ich meine, etwas heftigeren Gegner gibt. Ich war jetzt irgendwie der Meinung, als wenn der schon hier dabei gewesen wäre. Aber anscheinend ja nicht. Schade. So, da haben wir noch was. Ja, meistens sind die Kämpfe ja nicht so das Problem, aber eben... Gut, ein, zwei Tränke und dann passt das. Ja, aber hin und wieder weiche ich mal aus, obwohl ich blocken sollte und all solche Späße. Klassisch falschen Knopf im falschen Moment gedrückt. Aber auch mit diesen kleinen Fehlerchen kommen wir hier wunderbar durch. Ups. So, wie kommt der Professor so schnell da nach unten? Das ist wohl der schnelle Weg nach unten. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Okay, davon gibt es hier anscheinend mehrere Dinger. Das hat es. Ich kenne solche Symbole. Ich muss sie alle finden und sie dann schnell hintereinander verzaubern. Gut, also diese beiden sind noch nicht alle gewesen. Schade. Ach, da hinten ist auch noch eins. Gut. Dann machen wir 1, 2 und 3. Sehr schön, alle guten Dinge sind 3. Der gute alte Rockwood-Keller. Koboldspuren, sie sind uns einen Schritt voraus. Folgen wir ihnen. Nun, das sieht aus wie... Als wenn sie hier Dämonen beschwören würden. Der Magie
und die Quelle von Renrocks Macht. Sieht leer aus. Warum sind sie noch hier, wenn sie alles entnommen haben? Renrock sagte, dass es noch mehr zu finden gibt. Wenn er damit recht hat, liegt es womöglich hier. Wo auch immer es ist, wir müssen es finden, bevor sie es tun. Wo ist das Porträt? Gut, das Ding sieht für mich jetzt nicht wirklich leer aus. Aber ich bin auch kein so talentierter Magier. So, da haben wir ein Porträt. Ich habe etwas gehört. Ich hatte gehofft, dass sie es sind. Da ist er. Professor Rookwood, die Kobolde und die schwarzen Magier im Schloss suchen nach Magievorräten und haben eine Art Behälter aufgebrochen. Nein, es ist noch schlimmer, als ich gedacht habe. Wenn, wie sie es Percival sagten, ein Kobold in seinem Verlies mächtige Magie wirkte, dann haben sie irgendwie gelernt, das kann nicht sein. Und die wissen, dass sie ein Hüter waren. Renrock nutzte den Begriff. Das ergibt keinen Sinn. Wie hat... Das besprechen wir später. Jetzt müssen sie die nächste Prüfung absolvieren. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin muss. Sie müssen diese Macht zuerst vollkommen begreifen. Dafür sorgen diese Prüfungen. Macht ohne Wissen ist enorm gefährlich. In den falschen Händen. Wir müssen Renrock überlisten. Und meinen unseligen Namensvetter. Gut, Professor. Sagen Sie mir, wo ich hin muss. Ich werde es Ihnen zeigen. Professor Fick muss Sie jetzt verlassen. So, Ja. Ach, hier haben wir das Ding. Alles klar. Ich dachte, der wird uns automatisch dahin leiten. Aber leider nicht. Ich würde mich Ihnen anschließen, wenn ich könnte. Ich erwarte. Gut, dann geht's mal weiter, um die Macht vollständig zu verstehen. Gut, auf ein neues. Wird vermutlich wieder genauso ablaufen wie bei den letzten Malen. Ne, das ist kein neues Artefakt. Düsen wir mal hier rechts hoch. Ja, verzehren wir hier irgendwie die Realität? Nee, da können wir hochklettern. Nee, Moment mal. Accio. Ignavium Leviosa. Upsala. So, und jetzt machen wir das nochmal ein bisschen anders. Also, wir können da lang. Wir haben aber auch da wieder eine Tür, die uns geradeaus durchführt. Ja, das scheint hier aber irgendwie der richtige Weg zu sein. Oder doch nicht? Doch. Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Ja, aber mit was für einem Zauber? Auch nicht. So, haben wir da irgendwie was? Gefunden.
Da oben liegt wohl irgendwie was drauf. Ah, okay. So, da dreht sich das Ding. So, das ist neu. Das haben wir zuvor noch nicht gehabt. Dann scheint auch der nächste Gegner zu sein. Ja, der macht auch dort guten Damage. Ja, das ist ein sehr schöner Fluch. Na, komm schon. Also die unverzeihlichen Flüche bringen uns eigentlich gut durch. Ja, ich habe ja hier genügend alte Magie. Ja, schade, hätten wir auch ruhig auf den Dicken machen können. Ja, der Dicke ist weg. Einmal in die Luft mit dir und das war's. Gut. Weiter geht's. Ah, okay. Das Ding können wir hin und her drehen. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Was haben wir hier? Ja, schade. Sieht ziemlich nice aus. Weiter drehen. Genau da. Na? Haben wir hier noch so ein Drehding? Na, dann drehen wir es mal so. Muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen. So habe ich vorher schon Torbögen verschoben. Ja, aber irgendwie... Oh. Die Lösung ist doch bestimmt wieder ziemlich einfach. Na? Da müssen wir rüber, aber irgendwie... Erscheinen und verschwinden, je nachdem, auf welcher Torbogenseite ich bin. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Truhe gefunden. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Revelio. Das war vielleicht auch nicht so gut. Nee, das bringt nichts.
Okay, machen wir das so. Ja, shit. So, das Ding dreht sich irgendwie nur dahin. Na, sieh mal einer an. Irgendwas ist hier doch jetzt passiert. Okay, gut, das hätten wir auch deutlich schneller hinbekommen können. Mir ist jetzt null aufgefallen, dass dort links irgendetwas passiert ist. Aber gut, Glück im Unglück. So, was haben wir jetzt hier? Eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. So, da hast du jetzt deinen Vorsprung. Und da haben wir auch noch mal einen Gegner. So, das ist jetzt zum Glück auch nur einer. Denn das passt nach diesem... Upsala, da habe ich jetzt null mit gerechnet. Ja, nach diesem Kampf brauche ich, glaube ich, mal einen kurzen Boxenstopp. Was ist das? Kann das Ding irgendwie nicht angreifen? Ja, das ist wahrscheinlich hier der Aufpasser. Nee. So, wir gehen hier einmal durch. Jetzt ist hier auch schon wieder einer. Okay, das Rätsel wird interessant. Aber wenn ich den hier kille, verschwindet vielleicht auch auf der anderen Seite der Gegner. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja, das wird auf der anderen Seite vorwärts gehen. Hier durch, genau. So, und die Waffe ist weg, sehr schön. Da kommen wir allerdings nicht drauf. Eieieiei. Okay, gut. Aber ich brauchte einen kurzen Boxenstopp. Moment. Upsala, wieder falsch gemutet. So, jetzt kann es weitergehen. Und zwar... Leviosa.
Aha, so, okay. Weil ich habe mir eben die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, das lange Ding plus hier oben diese Plattform zu bekommen. Aber wenn wir das Ding schweben lassen können, wieso auch nicht? So, und jetzt hier eben einmal umdrehen. Drüber springen. Hier haben wir wahrscheinlich wieder so eine Realitätsbarriere. Alles klar. Gut, teilweise checke ich aber auch nicht, wie wir die ein oder anderen Rätsel gelöst haben. Aber am Ende des Tages sind die halt gelöst. Wir sind weitergekommen. Passt. Oh ne, das ist die Treppe, von der wir hergekommen sind. Hier werden jetzt doch bestimmt wieder Kämpfe am Start sein. Jupp, das sieht nach Kämpfen aus. Ist halt nur die Frage, wie viele. Aber der war aber schnell weg. Upsala, den habe ich nicht kommen sehen. Hier haben wir aber auch wieder die Möglichkeit, die Realität zu verzehren. Wobei ich mir die ganze Zeit die Frage stelle, was hat das mit dieser alten Magie wirklich zu tun? Aber die alte Magie ist doch nicht dafür da, um hier die Realität zu verzerren, oder schon? Dreh dich mal. Ich glaube, da oben hat sich irgendwas verändert. Gut, das habe ich ehrlich gesagt nicht gecheckt. Hier rüber springen können wir auch nicht. Da oben ist im Endeffekt nur dieser komische Käfig. Gut, aber was bringt das jetzt? Da oben schwebt das Ding. Ja, verstehe ich gerade überhaupt nicht. Aber okay, gehen wir einfach mal weiter. Komisch. Also diese Prüfung verwirrt mich. Obwohl wir hier durchkommen, bin ich maximal verwirrt. Okay, jetzt geht das Ding doch auf. Okay, die nächste Tür geht auch auf und da haben wir jetzt wieder den Kampf, oder wie? Ich bin komplett lost. Also, okay, gut. Also dieser Kampf wird ziemlich cool sein, weil wir nicht beide angreifen können. Sondern wir müssen den umhauen durch das Tor durch. Aber irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt, wie wir hier überhaupt hergekommen sind. Und all sowas. Aber egal. Wir sind jetzt hier. Wir
absolvieren die Prüfung. So, wenn die anderen uns angreifen, können wir das anscheinend gar nicht sehen. Doch, konnten wir. Oder doch nicht? Ja, bei dem schon. Upsala. So. Ihr Garstigen. Ich will eigentlich nur durchs Tor durchlaufen. So, da sind sie jetzt. Sehr schön. Oh, komm schon. Oh, da will jemand landen. So, beim letzten Mal hatten wir doch noch einen richtig fetten Gegner gehabt. Mal schauen, ob der hier auch gleich nochmal auftaucht. Oder was für ein Schabernack die sich noch ausgedacht haben. Ja, wieder ein Dicker. Irgendwas mit Sphäre durchdringen, während auflädt und... Aber keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oh, Knie nieder. Beim letzten Mal war es, glaube ich, auch sehr aufwendig, das, die erste Barriere fallen zu lassen. Danach war es nicht mehr so das Problem. Ja, was heißt nicht mehr so das Problem? Ist ja auch ein bisschen übertrieben. Upsala. Ja. Da fliegt wieder so ein Bällchen. Genau, das schleudern wir auf ihn. Das habe ich nämlich letztes Mal komplett ignoriert. Na? Okay, hat er irgendwie nicht ausgelöst. Aber auch kein Problem. Ah, okay, nicht alle Bällchen sind von ihm. Die kommen auch teilweise vom Crucio-Fluch. So, da habe ich doch das, die Sphäre zerstört, oder nicht? Das hätte ich kontern müssen. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, ich stelle mich hier aber auch maximal ungünstig an. Aber am Ende ist auch der down. Also wenn ich mit meinem schlechten Skill das hinbekomme, bekommt ihr das auf jeden Fall auch hin. Na endlich. Alles klar, dann schauen wir doch mal, mit was für einer Erinnerung wir belohnt werden. Ich würde sagen, dieses Mal ist das Ding hier auch kürzer als beim anderen Mal. Ich glaube, beim anderen... Bei der ersten Prüfung haben wir irgendwie knapp eine Stunde gebraucht. Jetzt sind wir hier in einer halben Stunde gut durchgekommen. Aber Erinnerung, das ist wichtig.
Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Okay, ein kleiner Götterkomplex, oder was war das? Der wird uns gleich bestimmt ein bisschen mehr Kontext liefern. Oh, Professor, da bin ich wieder. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Na, jetzt wird auch noch der andere. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder.
Oh. Winterzeit. So, jetzt ist halt die große Frage, können wir direkt zur nächsten Prüfung? Das habe ich nämlich im ersten Moment gedacht, aber ich hoffe nein. So, was haben wir hier? Aufträge. Na gut, das ist hier auf jeden Fall einiges. Lässt uns die Treppe hier eigentlich... Nein. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über Sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deke erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Oh, okay. Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Bombarda klingt nach dicker Explosion. So, aber erstmal Raum der Wünsche. Tierwesen züchten klingt interessant. Klingt wahrscheinlich interessanter, als es in Wahrheit ist. Wenn Sie kurz Zeit haben. Hallo, Deke. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deke dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deke schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deke hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deke. Oh Mann, da hat er uns ja einiges zu tun gegeben. Aber lasst mich mal eben schauen. Ja, Testral, Männlein, Weiblein. Wobei hier das Weiblein sieht schon recht besonders aus. Aber perfekt, wir haben dort was. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch... Zauberanweisung kaufen. Das werde ich doch bestimmt. Nee, Schnabel und Brut hat er nicht gesagt, ne? Ja, Wälzer und irgendwas. Da werden wir das auf jeden Fall herbekommen. Ah, sehr schön. Dann können wir dieses Sidequest doch deutlich schneller abschließen als ursprünglich gedacht. So, wie schaut's aus? Weihnachten ist hier schon sehr. Bislang noch nicht wirklich, ne? Aber egal. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Jo, schauen Sie uns mal an, was wir haben. Hau mal raus.
So, Zuchtgehege. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Tierwesenfütterer. So. Ich habe ja genügend Geld, deswegen einfach mal schön alles kaufen. Schöner als genau das Richtige zu finden. Eieiei, das wird ein bisschen knapp. Jetzt muss ich wieder farmen gehen. Ein Vergnügen mit Ihnen. Ah, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Sehr schön. Dann haben wir ja, 20.000 rausgeballert. Aber dafür haben wir alles Notwendige erledigt. Und können einmal zu Dick zurück. Wir hatten da auch irgendwie so eine Futterstelle oder so. Dann werden die Viecher wahrscheinlich von alleine gefüttert und wir müssen das nicht mehr selber durchführen. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ein Glück. Der Raum löst das Problem für uns. Ja, sieht auch gut für Testrale aus. Deke staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Ja, das werden wir machen. So, guter Mann. Dann erstmal die beiden hier raus. Das hat gut funktioniert und so, was haben wir hier? Zuchtgehege ist richtig. Oh, das Ding ist aber richtig groß. Da können wir theoretisch noch eins hinsetzen, machen wir aber nicht. So. Da könnt ihr mal schön selber fressen. Und ja, warum nicht? Auch nochmal eine Spielzeugkiste. Aber was guckst du mich so an? Na genau, geh mal lieber weiter. Ich sollte nicht so böse sein. Okay, also sowas wie Hunger wird jetzt automatisch gelöst. Sehr schön. Nur kleiner Deke, was sagst du jetzt? Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Deke? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Ah, okay. Da habe ich eine Sache natürlich vergessen. So, wir müssen hier einmal interagieren. Und das war's. So, jetzt machen die. Ach, wir müssen auch noch genügend Tierwesen züchten. Okay. Also, die machen jetzt, was auch immer die machen. Wir stellen keine Fragen. Wir verurteilen sie nicht deswegen.
Wir lassen sie einfach machen. Was muss ich noch gleich mit den Testralen tun, Deke? Setzen Sie sie ins selbe Tiergehege, in dem das Zuchtgehege ist. Benutzen Sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Deke, wenn Sie fertig sind. Ja, das haben wir doch jetzt schon gemacht. Oder muss ich warten, bis diese halbe Stunde jetzt abgelaufen ist? Das check ich jetzt gerade nicht so ganz. Aber okay. Ziehen wir hier mal schön den Nerd-Pullover an. Der gefällt mir aber nicht. Wir nehmen hier genau die dunklen Künste. So, okay. Das muss ich mir nochmal anschauen, beziehungsweise in einer halben Stunde komme ich wieder und dann gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Diriklor, okay. Was ist das für ein Vieh? Mal schauen, vielleicht finden wir nochmal schnell eins. Da haben wir auf jeden Fall den entsprechenden Spot. Sehr schön. Was haben Sie jetzt vor? Oh, Sebastian, sehr schön. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Einen neuen verbotenen Zauber? Ich hoffe doch. So, dann müssen wir noch mal eben schauen. Ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht. So, wir switchen auch schon mal direkt auf unsere Tierwesen-Zauber. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht auf den Wingardium Leviosa. Ah, das sind diese Dodo-ähnlichen Tiere. Aufgabe erledigt. So, das war's. Nur einer. So, shit. Ja, der stört mich jetzt beim Fangen der Dodos. Zombie. Wingardium Leviosa. Oh, den kriegen wir auch noch mal schön entspannt. Dadurch, dass ich ja ordentlich Geld ausgegeben habe, ist es natürlich nicht verkehrt, so viele wie möglich zu fangen. Dann kriegen wir zumindest noch mal ein bisschen Geld wieder. Gut. Da oben war noch einer. Wingardium Leviosa. Erstmal schön stunnen und dann schnappen wir ihn uns. Das klappt. Aber wir retten sie ja, deswegen ist das alles vollkommen in Ordnung. Gut. Dann Tierwesen am Tag besuchen. Machen wir das nochmal eben schnell, damit wir den Zauber bekommen. So, 100 Meter da unten hin. Contingo. Okay, nee,
das war keiner, den wir entzünden müssen. Ja, da ist die Petze. Pass doch auf. Der Geist, der gerne Leute verpetzt. Ah, so war das. Okay, gut. Ja, ich komme da immer wieder durcheinander. Ich denke immer, das ist ein Blatt. Das soll aber eine Feder sein. Ich wollte mich schon in Oh nee, da haben wir nichts. So. Nochmal 100 Meter. Was ist denn jetzt hier los? Ach, die ist da komplett außen. Sag das doch gleich, dann porten wir uns nach draußen. Ich war nämlich auch fest der Meinung, dass das draußen diese Tierwesen-Lehrerin ist. Aber durch die Map habe ich mich jetzt komplett verwirren lassen. Oh, da ist wieder jemand für so ein Spielchen hier. Na, gute Dame, wo sind Sie? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Okay, aber das gilt doch nicht für uns, oder? Sie sind wohl bereit für Ihren Neuen. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ja, entspann dich. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. So, geht Denken los. Daran, so, wir... An, upsala. Da habe ich den Stick mal kurz aus der Hand verloren. Ja, wir beherrschen hier... unverzeihliche Flüche, von daher wird hier so ein kleiner Sprengzauber nicht das Problem sein. Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Gut, Mission erfolgreich abgeschlossen. Damit haben wir, ja, ein Zauber fehlt noch. Dann bekommen wir auch da den Erfolg und hier unten haben wir noch die unverzeihlichen Zauber. Was wir jetzt machen werden, ist im Schatten der Entdeckung. Das klingt doch gut. Ich mache mich auf den Weg zur Krypta. Dort sehen wir uns gleich wieder und ich hoffe, dass wir wieder einen verbotenen Zauber bekommen.